So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Zamkspul Scrap Mechanic mit dem lieben Well, der da vor mir rumhüpfte und eine Mauer aufgebaut hat. Ich war das nicht. Okay. Ich war das nicht. Ich würde, niemand hat die Absicht an. Und dem Spielkaiser, der dann die Mauern baut. Oh, noch ein Tetris. Ja. Groß. Ding, cool. Ding. Die gibt es ja auch im Groß, den ich gar nicht gesehen. Was denn? Sage ich nicht. Das ist, also nur weil wir jetzt hier. Ach, ich weiß was. Was? Also vielleicht. Ja. Vielleicht? Vielleicht sollten wir mal dem geneigten Zuschauer erklären, was wir denn gerade vorhaben zu tun. Weiß nicht, was haben wir denn vor? Also zuletzt waren wir beim Monowheels. Ja, wir wollen Monowheel bauen, ne? Aber nicht genau, als Challenge. Wir wollen es versuchen zumindest. Warum haben wir uns eigentlich gegen eine Challenge entschieden? Ich habe keine Ahnung. Wir können auch eine Challenge machen. Damit wir hier näher zusammen sind, ne? Genau, das und uns gegenseitig blockieren und. Aus rein nee, das wird nicht gemacht. Unfug machen können. Machen. Hey, das weg. Du kannst doch nicht einfach. Hast du das nach hinten getreten? Wie kommt das dahin? Was? Ja, hier, da. Das Holz. Bei mir liegt das hier. Nee, ich hab's einfach nur weggemacht. Dann ist es wahrscheinlich weggebackt. Ja, weggebackt. Das erinnert mich an die Hausgeschichte, wo ständig dann plötzlich Holz da war. Hau ab! Was denn? Okay, aber gesagt, nicht trollen. Was wird denn das da oben, was du denn machst? Und komm mal hier nicht mal in den Tanzbereich rein hier, ne? Lass mich mein Monowheel bauen. So. Boah, Schande, ist das groß. Okay. Danke. Was das, zum? Das meine ich nicht. Das ist so. So, und da ist mein Rad. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Du weißt aber, dass Monowheel schon irgendwie etwas Rundes ist, ne? Es kann entweder was Rundes sein oder es kann einfach nur ein einziges Rad sein. Ja, das ist ein Einrad. Oder ein Reifen. Meinst. Ein Monowheel ist, wie gesagt, ich doch erstmal versuchen. Ja, kannst du ruhig machen. Aber wie gesagt, mal testen, ob das Konzept so funzen würde oder nicht, weil dann könnte ich darauf aufbauen. Wow. Also der Spielekaiser hat offensichtlich ein Rad. Ein Rad, genau. Ein Haha. Mhm. Und was das wird. So. Ich habe keinen Controller im Menü, das ist schlecht. Controller werden völlig überbewertet. So. Meinst du? Da guckst du, ne? Ja, ich guck mal schauen. ich hab schon verkackt. Das kriege ich doch aber niemals aneinander, oder? Das war doch meine Idee überhaupt. Quatsch, das muss weg hier. Das muss anders. So muss das. Nee. Verdammt. Ja, könnte das noch gehen oder nicht mehr? Oh. Hey, nicht wackeln hier. So. Eieiei. Eieiei. Es ist ja groß. Moment, das ist, ich glaube, hier fehlt mir, nee, da gibt's eins, Moment, machen wir das mal weg hier, na toll. Ja, das könnte funktionieren. Habe ich da hingebaut? Naja, ich mache das normal. Das ist mal normal, das wird so nix und ich bin überlegen. Der Kaiser macht komische Geräusche.
Entschuldigung. Nicht die große, doch, ich nehme die große Fassung dann gleich. Ne? Ja, genau. Okay, nicht ganz. Verdammte Axt. So, dann machen wir den da. Ding, 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 die Tetris-Musik. Ja, so ist gut. So kann das was werden. So kann das was werden. Ich brauche hier nochmal Holz. So ein halbes Rad bisher. Nee, noch nicht mal. Es ist lustig, aber auch nicht wirklich in ein Rad, ne? Es hat ein Rad. Du hast Stützräder oder Stützdinger dran. Ist egal. Hä? Zum Testen geht es. Ja. Wo denn das da? Ich glaube, das wird ein bisschen dauern hier mit meinem. Aber das wird dann dafür auch ein richtiges Monowheel. Boah, ist das hässlich. Wenigstens sieht das ein. Aber ohne Scheiß, lieber what the fuck, genau. Ja, das. Was heißt, boah, ist das hässlich. Sehr gute Idee. Es sieht sehr lustig aus, aber. Halt die simpelste Variante irgendwie. Und mir ist mir da auch nicht eingefallen. Was könnte man denn. 360 durch 8 ist wie viel? Geht nicht. Warte mal, nee, 360 durch 8? Kann nicht durch 8 teilen. Nee, durch 0 war es, ne? Durch 8 kann man aber auch nicht teilen. Warte mal. 45. Wow. Wow, was, ja. Was hast du denn jetzt ausgerechnet? Wie ich die Gradeinstellung von meinem Ding hier machen müsste. Ja, da kommt auch eine Idee, da kommt mir eine von Idee. Was denn? Guck mal hier rüber. Aber 45 geht, ach so, ja, man kann hier in diesem Spiel halt nur bedingt. 22,5 wäre das dann, ne? Ach, wie raffiniert, du machst das alles mit Controllern. Ach, das ist natürlich das wird natürlich viel runder. Mach mal alles mal auf 23. Okay. Das ist ja eine gute Idee. Ja, das Idee. Ist auch eine schöne Idee, ja. Ich hatte das andere, aber wie kriegt man das hin? Einzig richtige Idee wahrscheinlich, die Erde hatte. Na. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass ich viele tolle Ideen habe, die allesamt nicht funktionieren. Ja, aber das macht trotzdem einen sehr guten Eindruck, was du da schon mal machst, finde ich. Vielen Dank. Ja, höchst schön. Okay, das ist jetzt ungefähr ein halber. Was ist denn das? Das ist ja schick. Das nehme ich. Ich muss hier mal. Oh! Okay. Hm. Was denn? Was hast du denn gefunden? Ein Teil, was ist so ein bisschen. Vector mit. Besser macht. So. So, das kommt weg. Warum zur Hölle kann ich das nicht da gerade draufsetzen? Was ist denn das für ein Mist? Du hast irgendeinen Unfug gemacht, würde ich behaupten. Nee, diese Teile sind. Gott, das sieht aber scheiße aus. Was für ein Teil denn? Diese vier Pipes hier. Das hier. Vier Pipes. Das hier. Diese Dinger kannst du nicht umgedreht dann so wie Welders drüben macht, aneinandersetzen. Das funktioniert nicht. Mann! Nicht? Oh, nee. Dann mal gleich einfach mal die hässlichen Grauen hier. Ja, die Controller zu nehmen ist natürlich mal ziemlich gut, ne? Dann kannst du wenigstens den Winkel vernünftig einstellen, ja. Das ist mir ja nämlich genau das Problem, was ich hier habe, wenn ich hier diese vorgefertigten Elemente nehme. Ich versuche das jetzt trotzdem auf diese Art und Weise. Gut, es geht auch. So, jetzt muss ich. So. Boah, das wird aber übel. Okay. So, passt. Dann nehmen wir hier. Und Stützräder sind komplett verbogen? Nee. Was? Stützräder sind nicht. Ist ja kein Monowheel, dann. Finde ich. Das ist schwierig, irgendwas Rundes. Also, der WTF hat es genau richtig gemacht hier mit seiner Art Kette. Anders. Ja,
Mal abwarten. Ich brauch's halt nur für die Optik. Nee, ich brauch das nur für die Optik. Ich hab eine Idee, aber... Ja. Nee, das ist falsch rum. Upsa. So, und ich muss ihn noch weiter nach oben. Zang. Zang. Und ich glaube, noch einen. Ne? Ich glaube, ja. Ja, doch. Nee, das passt nicht. Doch, oder? Doch, passt. Zack. Und dann können wir auch schon versuchen, loszulegen. Geil. Naja, noch nicht. Also, obwohl ich habe mir überhaupt noch keine Gedanken über den Antrieb gemacht. Fällt mir gerade auf. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Na, weil... Ja gut, Ding will Weile haben, ne? Das ist, Nee, ich habe jetzt zwar was Kreisförmiges miteinander verbunden, aber wo soll denn der Antrieb herkommen? Das ist so gerade das Problem. Also ich hatte meinen Antrieb mit Düsen geplant, effektiv dann. Weil alles irgendwas andere ist hier total schief an dem Ding. Ich komme aber nicht drauf, wo. Irgendwo stimmt hier was nicht. Irgendwas ist hier schief. Auf welcher Seite ist denn... Och nee, echt. Oh, der erste hier schief. Unten schon. Ah, warte mal. Sekunde, vielleicht mit dem Welder, da könnte es was werden. So. Wo ist denn der Welder? Da, Weldtool. Gucken wir mal. Wieso ist keine Musik hier? Das prangere ich auch an. Radio ausgelegt. Wo was ist denn hier los? Ich will Musik. Der ersten haben. Aufnahme. Ja, stimmt. So, bitteschön. Danke. So. Oh. Ah ja. Verdammt. Okay. Starrer Rahmen. Wobei, das ist gar nicht. 8, 9. Zack. Gar nicht ja, so schlecht. So passt das. Da ist der Controller. Aber wie das jemals drehen soll, ach, weiß leck ich auch mich gestanden. Doch am oh, Arsch. Das nicht. Warum denn nicht? Warum passt denn das da oben nicht? Das muss doch passen. Das passt doch hier unten auch. Ach so, ich habe da dasselbe Problem. Okay, mein Monowheel ist fertig. So ist es das, ja? Ja, ja. Und es funzt oder? Nee. Aber es kann gut hüpfen. Moment, ich guck mir gleich mal. Geil, was ist das denn? Guck mir gleich mal an, ich muss nur mal eben einmal kurz schweißen. Bleib mal hier. Genauso stehen, bitte. Warte, nein, super. Das mache ich nochmal für den Well, damit er das sehen kann. Ja, Moment, ich muss es eben nur einmal schweißen, bevor mir das ganze Teil hier abhanden kommt. Das ist gerade wichtig. Ist doch nicht wahr hier, wieso? Das ist dabei. Zum Kotzen. So, was machst du denn da? Gucke genau hin, ich nehme mal den Lift weg. Ja. Cool. Aber du kriegst das doch aber zum runden Kreis zusammen. Das hattest du ich hoffe es. Geschafft. Also so ist der Plan zumindest. Jetzt muss ich nur noch einstellen. Und wie willst du den dann antreiben? Düsen hatte ich mir überlegt. Ach so, Düsen. Ja, Düsen geht natürlich immer, ne? Das ist das Einzige, was mir sinnvoll einfällt. Weil ein zweites Rad möchte ich ehrlich gesagt nicht bauen. Dann könnte ich mit... Nee, brauchst du ja nicht. Dann ist es ja eventuell auch breit genug, dass du da kein zweites brauchst vielleicht. La 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 la. Frage ist dann natürlich die Manövrierbarkeit. Ach du, Hauptsache geradeaus. Bis zum Horizont. Genau, geradeaus. Da geht's zum Ziel. Das so funktioniert ja. Ich habe hier unten ja dasselbe Problem wieder. Sag mal, warum setze ich denn eigentlich immer den ersten falsch? Ich bin so froh, dass es dieses Schweißgerät gibt. Das kannst du dir auch nicht vorstellen. Oh, ohne doch. Hätte ich jetzt schon, hätte ich das alles wegschmeißen müssen. So. Ich habe ein Rad. Kind of. Hm.
Ups. So, jetzt nochmal hier. Lift. Ach komm. Ich wünsche mir einen etwas breiteren Lift, wo ich nicht immer runterfalle. Das wäre sehr schön. So, dann kann ja da der und der. Und das hält doch. Ja. Okay. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Was ist denn hier falsch? Ach nö. Wie kriege ich denn jetzt aber hier... Wie kriege ich denn hier... Hä? Am besten mal einen... Genau das habe ich auch vorher, Kollege. Was? Was der What the fuck da baut, aber ich krieg's nicht gebacken gerade. Das ist so schwer nicht? Naja, ich versuch's gerade irgendwie, aber... Ich scheitere gerade schon an den elementarsten Dingen. Aber du verstehst, was ich meine. Weißt du, in der Mitte das Rad als Antrieb? Ja, aber wozu? Das ist der Antrieb. Damit fährt's dann. Ach so. Ach so. Ja. So, ja, okay. Kann man machen. Aber irgendwie gibt das Spiel noch nicht die Mechaniken, ja, dass es funktioniert so, wie ich es gerne hätte. Wow. Genau so. Okay, ja, so das total Banane oder was? Das dann, das dran. Okay. So eine Art Kette zu machen und die dann verbinden, in der Mitte irgendwie einen Sitz rein. Das sieht schon mal gleich aus. Das ist schon mal gut. So, und dann da einen hin. Okay. Da einen hin. Kann man so einen Sitz auch auf ein Rohr stellen oder nicht? Nee, ne? Oh, doch, ich glaube schon. Auf eine... Ich halte mal kurz an dein Rohr ran. Doch, geht. Du hältst hier überhaupt nichts an mein Rohr ran. Okay, dann mache ich es fest. Nee, geht. Schau. Oberhalb von dir. Ja, da. Da ist es ja auch nicht. Das hängt ja auch da nicht am Rohr. Das hängt an der Verbindungsstelle. Das ist ein großer Unterschied. Nee, an den Rohren so, selber hält nichts. Okay, nee, alles klar. Nur an den jeweiligen Enden. Na gut, dann weiß ich ja Bescheid. Das ist aber auch egal, muss ich sagen. Dann dafür habe ich hier. Alles klar. Läuft. So, gut. Super. Ja. So. La la la. Im Moment. Das ist ja Unfug. So, was brauche ich denn? Einen Sitz brauche ich, ne? Okay. Ach, da habe ich ja schon einen. So, passt. Das ist das. Eieieiei. Aber wie kriege ich hier noch Düsen ran? Oh mein Gott! Ja, das ist schwieriger als gedacht hier. Kann nicht funktionieren. So, ja, das könnte klappen. So. So. Die nehmen wir weg. Ach, ich kann pro Controller nur 10 Bearings dran machen, das ist aber behindert. Was? 10? Das waren mal 8? Och, nö, ey. Eigentlich war es 8, ja. Und du bist erhöht? Anscheinend, habe ich gar nicht mitbekommen. Hier stand gerade 10, ja. Okay, nicht schlecht. Ist doch mal was. Das ist nicht richtig hier. Oh. Ach du heiliger Bimselbamsel. Das ist aber so richtig.
So könnte es gehen. Okay, jetzt brauche ich Düsen, ne? Wo, wie sind die denn da? Ach echt? Die kann ich nur... echt? Wow. Gut. Jetzt so richtig? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, warum das so funktionieren könnte, funktionieren wird und... Also ich habe den entscheidenden Nachteil an meiner Konstruktion gerade gefunden. Der da wäre? Zeig's mal. Moment, dann komme ich mal eben rüber. Zeig! Ja? Na nun? Ist aber geil! Du, aber sieht schon wie ein Rad fast aus. Aber das ist schon das cool. Problem, der kippt um. Ach so. Ach, so eine Art Feuerkreisel hast du gemacht, das ist auch nicht schlecht, ja. Dann machst du einen zweiten, sonst. Dann mach doch einen zweiten. Dann kippt es auch nicht um. Ach so, du meinst mit Stützrädern dann? Ja, vielleicht. Nee, einen zweiten Ring. So wie ich hier. Ach so, meinst du? Ja, das wäre auch natürlich eine Option. Aber ich wollte erst noch was anderes ausprobieren. Nämlich mehr Düsen. Mehr Düsen sind immer gut. Mehr Düsen. Ich hoffe, das Ding bewegt sich überhaupt, weil ich glaube, die großen, die ich hier nehme, sind heavy, ne? Denke ich mir mal so, ne? Es gibt nur einen Düsensatz sozusagen. Kleine gibt's gar nicht. Ja, ich rede ja auch nicht von den Düsen. Achso. Achso, von den Rohren? Da die Düsen haben kein Gewicht. Nee, die haben kein Gewicht. Die Rohre, na gut, du kannst mehr Schub nehmen bei den Düsen. So. Ich verkacke gerade völlig und. Ja. Okay. Aber eine Frage habe ich. Habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. In welche Richtung gehen die denn? Erstmal, die gehen nach unten, dann gehen die nach da, dann gehen die nach da und dann. Ist das ja noch. Dann funktioniert das eventuell, ja. Wie kann man eine Konstruktion komplett löschen? Gar nicht. Nee. Muss einzeln okay, abbauen, glaube ich. Fang ich von vorne an. Oh nein. Was denn? Geht nicht gut? Ich habe ein... Ah nee, wobei, nee, es könnte... ich hatte gerade, oder beziehungsweise, was heißt hatte? Ich habe immer noch die Befürchtung, ja, dass ich das Problem haben werde, keinen Sitz anbringen zu können. Fürchte recht zu behalten. Warum? Weil ich zu schmal bin. Ach so. Ja, da habe ich nämlich überhaupt nicht drauf geachtet. Das wäre eher schlecht. Ich finde dein Konstruktion ist eigentlich ziemlich cool irgendwie. Also vor allen Dingen mit den. Die Kontrolle-Idee ist schon von vornherein bestechend. Wow. A to use. Das passt doch. So. Dann bauen wir den mal ab. Aber wie viel steht da? Ich habe jetzt Thruster drin und ich habe einen Sitz drin. Ja. Was brauche ich denn noch? Ich brauche dann nur noch einen Knopf, ne, um die Thruster, ne? Genau. In Gang zu setzen, ne, oder? Mehr brauche ich nicht mehr, ne? Dann ist es das doch, oder? Genau, die Thruster verbindest du mit dem Knopf. Ja. Knopf mit dem Sitz und dann müsste das theoretisch passen. Okay, dann. auf. Da. Zack. Moment. Mein Sitz muss nochmal umgesetzt werden. Moment, in welche Richtung geht's denn dann hier? Wenn die in die Richtung pusten, dann die dahin, dann rückwärts, ne? Moment, die dahin, dann wird er ja in die, ja genau, so rum. Mhm. So, ach ja, ich sehe gerade, wir sind bei 25 Minuten. Und schon wieder soweit. Ach du heiliger Bimse.
geht schnell rum. Aber viel geschafft in der Zeit hier. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir dann gucken, in der nächsten hier, was draus wird? Aus diesem, aus diesem ziemlich geilen Thrusterrad und diesem Würfel. Ja, es ist, ich muss das jetzt noch irgendwie in eine runde Form verpacken. Das willst du ausbalancieren? Ja, viel Spaß. Ich habe noch keine Ahnung, ob das irgendwie funktioniert. Die Scheiße ist echt, dass du nur einen Lift hast. Oh, guck mal, so. Ja. Steht wie eine 1. Also, wenn du möchtest, kann ich dir gerne... Kann sich der Reifen da drin überhaupt drehen? Ich habe keine Ahnung. Hier, Flo, kriegst du noch meinen dazu? Also, zu einem Einrad gehört klar dazu, dass es sich drehen sollte. Nicht ein einzementiertes Gummirad, was mit Düsen nach vorne geschoben wird. Ich wollte es nur mal so klarstellen. Das ist auch nicht die Idee. Es soll sich drehen. Es soll sich drehen, ja, ja. Okay, ist gut. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Elektrik oder mit Gas arbeite. Ich würde mit Gas arbeiten. Ich gucke mir nochmal schnell. Oh Gott, der arbeitet mit Gas. Lass uns abhauen. Scheiße. So, okay. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten wieder, ne? Ja. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Servus.